So, willkommen zurück. Ich bin der Super F in die Siedler 5, momentan im großen Ödland. Wir haben ja jetzt diesen grauen Feind hier ausradiert. Der hat übrigens zwei Burgen, eine hier und eine da oben. Das ist schon mal sehr gut. 1, 2, 3. Ja, ihr könnt bis jetzt noch nichts machen, sage ich jetzt mal. Wird erledigt. Jetzt mache ich mal das hier. Fertig. Natürlich. Oh, was geht's? Ein Arbeiter, glaube ich jetzt mal. Nun gut, ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, außer dem Platzmangel natürlich. Muss er noch ein bisschen ausbauen. Müsste. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Also 6, nicht ja. Wahr? Das Gebäude ist ausgebaut. Seht ihr? Ist schon teuer, das Zeug, aber habt viel Platz. Wirklich 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ist dann 12 bei der letzten Legend-Stufe? Ich weiß gar nicht, ob es 12 ist bei der letzten Stufe. Hm. Und was hier ist, das bleibt einfach so. Natürlich. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Dorfzentrum übersehen habe. Ausbau abgeschlossen. Könnte sein. Könnte sein. Muss ich mich dann noch ein bisschen später umschauen. Ausbau vollbracht. Fertig. Sehr schön. Sofort. Das Gebäude. Also 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das ist viel. Ausbau abgeschlossen. Habe ich ein Dorfzentrum verpasst? Ich hoffe jetzt mal nicht. Ich gehe da mal dann da ein bisschen herumlaufen. Ausbau fertig. Vielleicht habe ich es ja wirklich irgendwo nicht gesehen. Das Gebäude ist ausgebaut. Hm. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Hier gibt es niemanden, mit dem ich reden kann. Der ist einfach hier. Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mause. Ja. In Ordnung. Weiß er nicht. Sehr wohl. Mal hier hin. So, bald habe ich die Mission hier erfüllt. Das ist schon mal gut. Zack. Ausbau vollbracht. Zack. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Wow. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Dann habe ich, glaube ich, eine Idee, was ich falsch gemacht habe. Ich gehe mit denen mal wieder zurück. Ich glaube, ich muss alle grauen Dinge zerstören. Und wenn ich das habe, gehört mir dann das Dorf. Wow. Wie wünscht, mein Herr. Sieh an. Das gehört mir jetzt. Cool. Nehme ich. Gerne. Ich weiß leider nicht, wo der nächste Feind lauert. Aber ich werde hier mal ein bisschen weitergehen. Ich baue hier mal so ein Bogenschützending auf. Ist in Ordnung. Kann also meine K-
Kräfte ein bisschen stärken. Ausbau fertig. Interessant. Ich bekomme alle Dörfer. Wow. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Wie wunderbar. Wo sind jetzt alle Ihr Häuser gewesen? Ihr habt eine neue, ne, Technologie erforschen lassen. Wird gemacht. Jawohl. Aber das ist ja schön. Gefällt mir wirklich. Angriff. Fertig. Ihr hier. Geschafft. Auch Angriff. Auf in den Kampf. Für Ruhm und Ehre. Jetzt zerstöre ich die mal. Auch das gehört mir. Aber eben ein bisschen unnötig, zwei Sägereien zu haben. Oder ich habe noch zwei. Ah, dachte ich wenigstens. Ah, okay, zwei Steinmetze. Ja. Kanonen sind immer gut, aber ja, man muss jetzt eben auch bedenken, die werden extrem langsam. Die halten einen schon zurück. So. Eine neue Technologie ist erforscht. Natürlich. Jetzt noch dieses Gebäude hier. Attacke! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Bis in den Tod! So. Aber das wär's dann gewesen mit den grauen Dingen, glaube ich mal. Wenn es da nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wow, das ist wirklich hervorragend, dass ich einfach alles bekommen habe. Ich könnte jetzt alles abreißen. Dann hätte ich mehr Platz für meine Armee. Das könnte ich jetzt wirklich machen. Aber ja. Ich würde mal sagen, Angriff und... Ja, was ihr macht, weiß ich nicht. Ich könnte dann auch mehr Schwefel machen, aber... mache ich jetzt auch nicht wirklich. Ja! Hier ist ja noch ein Held. Sieh an. So gut ich kann. Ja. Ja, Herr. Hier geht es irgendwo hin und hier oben an einer Sendstation. Da kannst du mal schauen gehen. Ja, ja. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich muss noch hier rüber gehen, sicherlich am Schluss. Also Winter wird es sicherlich noch geben müssen. Sieh nichts weiteres Graues. Ich gebe mein Bestes. Es ist Zahltag. Jawohl. Ja, mein Herr. Wo denn? Ich gebe mein Bestes. Jawohl. Ja, gern. Natürlich. Ich weiß ja nicht. Hier ist ja nichts mehr.
Damit kann ich auch nicht reden. Sofort. Auftrag. Ah nein. Dorf 1 und Dorf 2 sind gerettet, sozusagen. Ja. Sofort. Was soll ich sagen? Mir gehört das einfach nicht. Könnte ein Fehler sein oder so etwas. Aber ich habe alles da. Ein Schwefelschacht ist bald völlig ausgebeutet. Ja, also alles ist weg. Das kann ich schon mal sagen. Ich weiß ja nicht. Schade ist es schon. Ich tue mein Bestes. Ja, weiß nicht. Arbeiter bezahlen ihre Steuer. War das nur einmalig oder nicht? Das ist hier die Frage. Wir kümmern uns darum. Noch mehr Schwefel. Ja, Herr. Wieso bräuchte ich jetzt so viel Schwefel? Dafür sind wir genau die Richtigen. Und Eisen. Und Eisen. Ja, Herr. Ich geht's nicht weiter. Hier ist dann... Ah, hier ist dann auch fertig. Ja! Ja. Okay. Ja, 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 ja. Höchst interessant. Gut, das war's dann auch. Jetzt ist, glaube ich, Winter angesagt. Oder? Ich glaube jetzt schon, hä? Hier geht's nirgends weiter. Ich schaue mich noch ein bisschen um, um sicher zu sein. Ah, hier ist noch eine Steinmine. Dario könnte schnell hier hingehen. Wie ihr wollt. Ari könnte schnell einfach so hier hin. Sicher. Der Rest der Truppen kann eigentlich hier hingehen. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Ich könnte auch darunter gehen. Das kann ich. Also die Tee muss ich noch auftanken. Auffüllen. Diese Einheiten, aber das geht zum Glück. Sollte gehen. Sollte genug nahe vorbeikommen. Oder? Dafür sind wir genau die Richtigen. Geht doch. Ja, mein Herr. Aber das ist ja äußerst komisch, dass es nicht geht. Ich schade. Und es ist äußerst schade, dass ich nicht diesen Ort bekommen habe. Ich dachte jetzt, das ginge, aber... Ari.
Wie ihr wollt. Ja, du solltest doch dahin gehen. So gut ich kann. Sehr wohl. Heureka! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Hm. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass das zu mir gehören würde. Aber wer weiß wieso. Wird gemacht. Die Bute, genau, ist für Winter. Einer eurer Schwefelschächte ist erschöpft. Hier geht's wirklich auch nicht weiter. Weiß ja nicht. Sie ging ein Tor zerstören oder wie? Ich probier's mal. Ich habe nichts Besseres zu tun. Ich kann gerade mithelfen. Lehrt sie das Fürchten! Geht dann noch schneller. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Also, es gab erstaunlicherweise nichts. Wow. Natürlich. Ja, mein Herr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Hm. Höchst interessant. Ich glaube, dieses Dorf hat mir einfach nur diese Soldaten gegeben und das war's. Punkt. Ich glaube, das war's. Und hier geht es nicht weiter, hä? Nein. Nach diesen roten Feind nicht gesehen habe, haben keinen Platz zum Nächtigen. Denke ich jetzt mal, der wird dann im Winter kommen. Ich kann, muss er hier noch ein bisschen bauen. Etwa hier. München wäre jetzt nicht schlecht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, die machen nichts. Kann ich nirgends bauen. Dann sollte ich selber in der Lage sein, Winter und Sommer herzustellen. Hm. Platz habe ich eben nicht so viel. Also eher nein. Na gut. Voll ausgebaut. Ich habe jetzt zwei Dorfzentren, das ist schon mal gut. So auch doppelmäßig ist es ganz gar nicht so schlecht. Aber so viele Doppeln habe ich jetzt eben auch nicht. Eben Ziegel bringen brauche ich nicht. Eben eine Schatzkammer gibt einfach mehr Geld. Also mal zwei eigentlich. Es ist Zahltag. Eure Siedler werden gesegnet. Schön. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Kanonengießer nimmt seine Arbeit auf. So. Wenn's denn sein muss. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Moment. Ich kann ja eigentlich das da oben bauen. Irgendwo hier hinten. Natürlich. Doch, eine Wetterstation kann ich schon bauen. 1, 2. Auch wenn der Feind zu stark ist, zum Beispiel.
Könnte ich das machen? Ja! Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Das Gebäude ist ausgebaut. Schön. Also das muss ich sagen, hier wird es dann schon ein bisschen schwieriger wegen den Kanonen und so, aber es sollte auch gehen. Aber da am Anfang sind einfach die Kanonentürme, nicht wahr? Forschung abgeschlossen. Aber wenn die da weg sind, dann ist eigentlich alles gut. Alles erforscht. Sehr gut. Handeln muss ich nicht. Müsste ich nicht, aber ich zähle jetzt das Ding nicht ab. Eine neue Technologie ist erforscht. Schön. Jupp. Nicht wahr? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Fertig. Sicher das. Das ist noch ein Bauernhof und dann ihr noch, verfügt nun ja. Über das Wissen über eine neue Technologie. Und eben Minen habt ihr sicherlich genug. Da muss man sich jetzt nicht beklagen. Noch eine andere Steinmine, glaube ich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Aber mit Dorfzentren waren sie wirklich geizig. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. Ja. So. Fertig, Meister. Die sind jetzt alle leer, aber ja, egal. Ich glaube, drei es Ingenieure gibt reichen. Zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So. Ich baue jetzt dann noch einen Bauernhof. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sehr gut. Drei Ingenieure werden reichen, brauchen 12 Plätze. 4... Es also 6, gibt 12. Zu wenig Betten in eurem Reich. Es ist Zeittag. Drei Häuser eure und zwei Bauernhöfe. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig, Meister. Fertig. Ja. So. Sollte gehen. Ist in Ordnung. Bin ich etwa zu geizig für die 2000 Taler? Häuser sind belegt. Nein. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Aber wenn mir jetzt da ein Feind kommt, würde ich gerne da auf Sommer stellen. Und dann hätte er eine schöne Überraschung, sagen wir das mal so. So, noch ein paar von denen. 3. Nun gut, ich glaube, das wär's gewesen für heute in dieser Episode. Ich werde jetzt einfach dann noch 2-3 Kanonen machen und dann stelle ich auf Winter um. Wie schnell geht das jetzt? Mal schauen. Ja, okay, recht schnell gewesen. Nun gut, das war's gewesen mit das große Ödland und die Siedler 5. Bis zum nächsten Episode.